Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von Air Games und wir spielen weiter Horizon Zero Dawn und sind hier mit Arendt unterwegs und haben hier seine Leute eigentlich gefunden. Das waren die Osaram und er weiß nicht, was hier passiert ist. Eigentlich haben wir ja die Spur der Tochter verfolgt. Und war das die Tochter? Ich bin mir nicht so sicher. Okay, und zwei Verwüster waren auch nochmal da. Also schaut euch gerne mal die letzte Episode an. Bevor ich hier jetzt alles irgendwie nochmal runterleier und euch erzähle, was hier genau passiert ist. So, ich frage mich gerade, wo ist der andere Verwüster? Ach, hier ist er. So, was sind alles mit? Bitte, benutze dein Vielleicht sollte ich das Gebiet Gesicht. Mit meinem Fokus Ich muss wissen, absuchen. Was wirklich passiert ist. Ja, ist ja gut. Entspannt euch drum. So viel Blut. Untersuche die Blutflecken. Okay, machen wir das mal. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. So, warte mal, komm ich da hoch? Wie kann man da nach oben? Zack, zack, zack. Diese Felsen wurden zerschmettert. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Okay. Ich belege gerade, wie das war. Wo muss ich? Ich muss hier, glaube ich, rein, ne? Ja, lieber Arendt, keine Ahnung. Was willst du von mir jetzt? Sie wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Okay, warte mal, hier ist ja auch nochmal was. Was sind das für Lederriemen? Riemen einer Rüstung, mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Okay, untersuche den Ort. Was soll ich denn hier noch machen? Lederstücke, Blutflecken. Es sieht nach Waffen der Garde aus. Es ist kein Blut daran. Ersas Männer haben sich nicht gewehrt. Bitte, benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Ah, hier kommen wir nach oben. So war das. Naja. Ich wusste, dass ich, als ich damals gegen die Verwüster gekämpft habe, habe ich das schon hier von oben gemacht. Und das war überhaupt kein Problem mehr. Okay,
Okay, Gesundheitstrank, kein Problem. Den trinken wir einmal. Den nehmen wir einmal. Oh, noch ein Gesundheitstrank. Ja. Guck mal, ob wir hier noch was finden. Ja, tatsächlich, da war ist noch was. Das hier hat die Maschinen hergelockt. Es ist raffiniert. Wer immer das gebaut hat, wusste, was er tat. Okay, das ist aber nicht der Ort des Überfalls. Okay, da oben haben wir noch was. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter die Story von Arendt. Weiter. So, müssen wir uns mal hier kurz mal hinbeamen. So, und die Story mit dem Dieb machen wir dann später weiter. Ja. Geschichte kam einfach so rein, ist halt, ja, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite kommen wir leicht durcheinander, wenn man jetzt hier so ein Let's Play macht. Aber okay, es ist nicht wild. Muss ich jetzt hier lang oder wo muss ich hin? Leute, Freunde, wo muss ich hin? Als Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie...
Aus dem Weg! Okay, aber dahin. Geh doch mal aus dem Weg. Lauf! Niemand kommt ohne eine Einladung in den Palast. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Erst kriegen Osseram Sonderrechte. Was will der Sonnenkönig? Ich weiß, das ist akzeptabel. Der Mora drängelt sich vor. So, mein Freund, lauf doch mal ein bisschen schneller. Ach Gott, der Typ läuft ja echt wie eine arme Schnecke. Ignorier sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. So, ich geh jetzt alleine dahin. Ich suche ihn selber. Wo ist er denn? Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht. Hey, wo ist der Vogel denn jetzt? Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Aloy von den Nora, Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwal. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora. Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden. Doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Und wer genau ist Derwal? Um Derwal zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von, tja, einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen, besonders bei den Osseram. Derwal schlug zurück.
Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Dervals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Eure Politik erscheint sehr kompliziert. Die Oseram sind Freund und Feind zugleich? Ich hätte Meridian nicht befreien können ohne die Hilfe von Ersa und ihren Freibeutern. Viele von ihnen leben jetzt hier. Ja, doch die Präfekten der Oseram-Klane im Anrecht neiden ihnen jetzt ihre Erfolge. Wie auch viele Karja-Adlige. Tja, es ist eine heikle Situation. Insbesondere, weil mein Vater die Oseram jahrelang beraubt hat. Ersa hält den Frieden. Sie verspricht, dass alle profitieren können. Doch manche, wie Derval, nähren immer weiter ihren Hass. Man nennt euch einen Sonnengott, der seinen Vater erschlug, um den Stämmen Frieden zu bringen. Stimmt das denn? Es heißt, du siehst das Unsichtbare, teilst fliegende Pfeile in zwei Hälften und kannst Maschinen zähmen. Wie viel stimmt denn davon? Es kommt schon so hin. Tja, ich möchte den Stämmen gern Frieden bringen, aber du hast die vielen Bittsteller ja gesehen. Vielleicht nächste Woche. Was wisst ihr über diese Schatten, Kaja? Was haben sie mit Ersa zu tun? Es sind Anhänger von Vaters Regime. Sie harren in der Festung Sonnenfall aus, im Westen. Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft. Sie vergießen Blut im Namen der Sonne, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Ersa ist ihre Feindin, also hielt man sie sofort für die Schuldigen. Derval war das klar. Das war sein Plan. Wieso nimmt Derval so viel auf sich, um Ersa zu entführen? Er fühlte sich betrogen. Sie kämpfte an seiner Seite, bis sie begriff, dass er Meridian komplett auslöschen wollte. Da kam sie zu mir. Wir konnten ihn stoppen und befreiten die Stadt von meinem Vater. Seit diesem Tag versucht Derval, sich dafür zu rächen und tut das meist an Oseram, die mit uns kämpften. Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht, dass ich ihn längst für tot hielt. Ich lag falsch. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Ersa. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Okay, begib dich nach Scheuerfels. Wo haben wir noch Scheuerfels? Oh, oh mein Gott. Das ist aber schon ein bisschen weiter weg. So, ich würde sagen, wir machen dann erstmal das hier nochmal zu Ende. Und ja, die Sache mit Ersa machen wir mal ein bisschen später. Würde ich mal vorschlagen. Mal schon wieder diese Vögel. Okay, wir müssen mal dahin. Das hilft bestimmt weiter. Thank you.
Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Und der Lohe ist das gerade. Eine Gabel um. Hier sollte sich Nassan einfinden. Okay, wir speichern die erstmal ab. Wenn jemand Nassan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Oh, na also, mal sehen, wo sie hinführen. Ich weiß schon, was es ist. Okay. Ein Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Okay, so komme ich ja nicht weiter. Da oben waren wir, da oben waren wir. Okay, den da oben erledigen vielleicht? Meine Fleischwunde. Fleischwunde, du bist doch tot. Blutet. Okay. Sterben. Nicht umbringen. Okay, das war keine wirklich gute Idee gerade. Das war tatsächlich keine gute Idee. Ein Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Okay, das war schon mal ein bisschen besser. Hier länger halte ich nicht durch. Oh. Ich bin getroffen. Er hat mich erwischt. Oh.
ich nicht sterben. In Bewegung oder geh unter. Ich dachte, ich hätte getroffen. Kommen die alle mit oder was? Oh mein Gott. Ich weiß. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Okay, jetzt können wir mich suchen. Machen wir es wie die Wächter und spüren sie auf. Na, kommst du, Kollege, oder nicht? Ja, sie scheint es ernst zu sein. Komm! Kommt doch alle! Okay, da wurde einer gekillt gerade. Einfach weitergehen. Sehr schön! Okay, da sind tatsächlich noch sehr viele Gegner. Okay, wen kämpfen die denn da jetzt? Werde ich mich nicht erholen. Okay, das ist erledigt.
Ist das eine verdammte Leiche? Eine verdammte Leiche? Du siehst sie? Sie sehen mich nicht. Was machen die denn jetzt? Wurde schön weggesprengt, der Typ. Ja, lauf weg! Das ist auch so geil. Der Typ läuft erstmal weg. Mir machst du keine Angst. Okay. Mal schauen, wo die anderen sind. Das sind drei. Im Innenbereich sind bestimmt auch noch mal ein paar. Okay, da läuft einer. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Also ich frage mich gerade, wo die anderen alle sind. Da müssten doch irgendwo die ganzen anderen Leichen sein. Ah, da sind sie, alles klar. Sehr gut. Und mit. Okay, da ist einer. Oh Gott, so viele sind hier noch. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Ja. Wenn wir Meridian zurückholen, werden wir einen Dreck aus dem Gestein brennen müssen. Was könnte mein Ende bedeuten? Soll ich da jetzt hochkommen, bitte? Kein Platz mehr. Was? Oh mein Gott, da sind noch richtig viele. Da sind ja noch richtig viele.
Okay, hier abstürzen wäre nicht so mega, mega cool, glaube ich. So, wir können hier mal speichern. Und dann machen wir in der nächsten Episode weiter. Alles klar, Freunde. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.